Hallo Freunde des Kanuto-Sports, grüß euch, willkommen zum neuen Unboxing. Hier ist es wieder soweit. Jetzt habe ich mal was Schönes dabei. Nicht nur, sondern auch was um drüber. Ein Pullover. Der ist heute gekommen. Den muss ich mir unbedingt bestellen, weil es von dieser Filmreihe jetzt dieses Jahr noch einen gibt. Das sind dann insgesamt 5. Weil ich die als Kind auch immer gerne geguckt habe. Und keine Angst vor Gespenstern habe, habe ich mir, habe ich mir, ihr seid neugierig, ne? Jawohl, geil. So, und an der Seite haben wir dann auch schön, wenn du dann mal so den Ärmel zu fassen kriegst, steht dann, ja, wie man sieht, sieht man nichts. Mache ich das mal so. Da steht es drauf, Ghostbuster. Dann haben wir noch, also in der oft, es gibt ja Pullis, da ist wenig bedruckt und es gibt Pullis, da ist einiges bedruckt. So, das machen wir auch hier. Ja. Jetzt könnt ihr das lesen und hinten steht auch noch was drauf. Ihr glaubt es nicht, Alter, aber es ist so. Was steht denn da? Für die, die Englisch können, ist das wohl einfacher zu lesen, als wenn ich das jetzt runterraspele. So, dann wollen wir mal gucken, ob das ganze Ding auch passt. So, passt, wackelt, hat Luft. Ärmel sind auch. Ist XXL soll das sein. Ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn ich den jetzt. Passt ein Tutor, sitzt einwandfrei. Soll sich anfühlen wie Baumwolle. Ich würde eher sagen, dass es Synthetik ist. XXL. Jo, ziehe ich den nochmal aus. So, Brüllchen auf. Gucken wir mal, was drin steht. Na, was ist das denn jetzt hier? Guck mal her da. So. Superhero S. Nicken. Ach, meine Fresse. Gibt's doch mal einfache Namen, ey. So ein Quatsch. Unisex Hoodie. Hot Trust Black. Jo, ganz toll. Superheroes Inc. Unten drunter steht auch nicht irgendwie was bei. Doch, meistens ist da immer ein Zettelchen. Also, da ist die Bombe. Das ist so klein, das kann man kaum noch lesen. Also wenn ihr Interesse habt, ich schicke euch den Link. Wenn ihr unter euren Kommentar gebe ich den Link, wenn ihr euch Interesse daran habt. Ich habe den bei Amazon gekauft. Das habe ich bezahlt, glaube 25 Euro oder so. Geht aber. Ich hoffe nur, dass er nicht einläuft, wenn ich ihn in der Wäsche packe, weil es dann gerade so für meine Größe, so gerade eben kommt das hin. Ja. Geil, läuft.